Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar heute zu einer Rezension. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Ja ihr Lieben, heute geht es um dieses Büchlein hier, nämlich Amari und die Nachtbrüder von Bibi Elston aus dem Dragonfly Verlag in diesem Format für 16 Euro. Ja ihr Lieben, dieses Buch habe ich bei HarperCollins zur Verfügung gestellt bekommen, um es euch vorzustellen und ich muss sagen, ich bin unfassbar begeistert. Ich würde tatsächlich fast sagen, es ist Harry Potter 2.0. Ehrlich, Leute, ich gehe so weit. Ich gehe wirklich so weit, weil es ist eine fantastische Geschichte, die mich so in diese Zauberer-Magier-Welt reingesogen hat, dass ich wirklich da gesessen habe und mir so gedacht habe, okay, es ist endlich eine Geschichte da, die es mit Harry Potter aufnehmen kann. Natürlich noch nicht in der Kragenweite, es ist einfach dafür noch zu klein, es ist nur ein Buch. Also es ist noch keine ganze Riesenwelt, noch keine epische Saga, aber von der Geschichte her und wie das aufgebaut ist und was für Elemente das Ganze beinhaltet, ist es eine Geschichte, wo ich sagen kann, die hat Potenzial, genauso groß zu werden wie Harry Potter. Und ich muss sagen, ich glaube, das zeigt schon, wie begeistert ich von der Geschichte war. Amari ist ein junges Mädchen, ich denke, sie müsste so um die 12 sein. Also es beginnt noch in sehr jungen Jahren von ihr und sie geht auf eine Schule, wo sie gemobbt wird, weil sie schwarz ist. Und die Leute ärgern sie auch, indem sie ihr sagen, dass ihr Bruder Quentin ein ganz schlimmer Junge war und zu Recht verschwunden ist. Und da kommen wir auch schon zu dem großen Punkt, ihr Bruder ist verschwunden und Amari weiß nicht, was mit ihm passiert ist. Und eines Nachts bekommt sie von ihm eine Nachricht geschickt, dass sie nominiert ist für eine Magierschule. Und Amari denkt sich, wie bitte, was? Und nimmt diese Nominierung an und befindet sich plötzlich auf einer Magierschule mitten in ihrer echten Welt und beginnt zu lernen, dass Magier, Hexen, magische Wesen schon immer unter der Menschenwelt oder unter den Menschen gelebt haben. Und ja, ihre Aufgabe oder ihr Ziel, sage ich jetzt mal, ist es aber trotz allem eigentlich ihren Bruder zu finden, der eine Riesennummer gewesen ist. Denn er ist einer der führenden Agenten dieser Magierschule gewesen, der die bösen Magier aufhalten wollte und bei einem bestimmten Auftrag mit seiner Partnerin verschwunden ist. Und für Amari ist es natürlich das größte Anliegen herauszufinden, was passiert ist. Und am besten spielt sie dieses Spielchen mit, indem sie einfach die Nominierung annimmt und sich selbst zur Agentin ausbilden lässt. Ihr Lieben, es ist fantastisch. Es ist unfassbar toll gemacht. Es ist halt wirklich der Beginn einer ganz, ganz schönen, fantastischen Reise durch das Leben von Amari. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß, dass es eine Reihe wird. Ich habe keine Ahnung, wie lang diese Reihe wird. Ich meine aber, es müsste ein Auftakt sein. Und ich gehe davon aus, dass da noch ein bisschen was kommt. Und ich hoffe es. Ich hoffe, dass diese Welt größer gemacht wird. Ich hoffe, dass sie wirklich, ja, gehypt wird, weil diese Reihe bzw. dieser Auftakt ist so unfassbar gut. Es ist so magisch. Es hat mit ganz, ganz vielen unterschiedlichen Facetten zu tun. Auch hier haben wir natürlich die bösen Magier und Amari, die aber eine ganz, ganz große Rolle in dieser ganzen Sache spielt. Wieso, weshalb, warum, sage ich nicht. Und dadurch gerät sie natürlich in den Fokus, was sie eigentlich nicht mehr wollte, weil sie ist ja schon immer jemand gewesen, der ein Außenseiter war, der gemobbt wurde aufgrund der Hautfarbe und so weiter. Und eigentlich wollte sie eher unauffällig bleiben und nach ihrem Bruder suchen, aber das wird leider etwas schwierig. Wieso, sage ich euch nicht. Lest das Buch unbedingt selbst, es ist so, so toll gemacht. Vor allem die Figuren sind alle so liebevoll gezeichnet, die sind so schön gemacht, die sind chaotisch, die sind lustig, die sind halt einfach herzerwärmend. Ich liebe es. Ich mag Amari unfassbar gerne. Ich liebe Elsie. Elsie wird quasi ihre neue beste Freundin und hat Drachenblut in sich. Und alle warten schon ganz gespannt darauf, dass sie sich in einen Drachen verwandelt. Aber irgendwie ist sie ein Spätzünder. Und sie ist halt so eine wissbegierige junge Frau, die Amari halt immer zur Seite steht und die beiden helfen sich gegenseitig. Dann haben wir noch zwei Zwillinge, die Amari erstmal das Leben schwer machen, die quasi zu einer der höchsten Familien dieser Schule oder dieser Oberbehörde für Magie angehören. Und ja, es gibt so einige Dinge, mit denen sich Amari rumschlagen muss, um eben ihr Ziel zu erreichen, ihren Bruder zu finden. Und ich finde es ganz, ganz toll, wie diese Oberbehörde aufgebaut ist, was es da für Abteilungen gibt.
was für Charaktere hier eine Rolle spielen, wie diese ganze Geschichte gemacht ist, fand ich super. Das Ende, muss ich sagen, konnte ich so ein bisschen vorhersehen. Also das möchte ich euch jetzt auch nicht irgendwie vorenthalten. Ich muss sagen, das, was am Ende kam, der Twist, der zum Schluss nochmal so ein bisschen Schwung in die Geschichte bringen sollte, war mir schon recht schnell bewusst. Also das heißt bewusst, ich habe es geahnt. Was natürlich nichts Schlimmes ist, es war dann nur zum Schluss so, ah, okay. Ich habe es gewusst. Also man konnte es voraussehen. Es ist jetzt nicht so, als wäre es total offensichtlich gewesen. Aber es war eine Sache, wo ich sage, okay, ich habe wirklich sehr, sehr lange geahnt, dass es so kommen würde. Und als es dann zum Schluss kam, war es für mich jetzt nicht die Riesenüberraschung. Ich fand es aber trotzdem richtig gut gemacht. Und es gab auch sehr, sehr viele Dinge, die ich nicht vorhergesehen habe. Und ich finde, dass das Buch einfach wirklich toll ist. Also lest dieses Buch. Es ist wirklich so ein Harry Potter-Erlebnis. Es ist halt, sie ist halt noch recht jung. Also wir haben hier jetzt nicht diese überbordende Erwachsenen-Fantasy, ne? Es ist immer noch ein Kind, um das es hier geht. Aber Harry Potter hat auch als Kind angefangen, Leute, ne? Dementsprechend, es kann groß werden. Es ist eine fantastische Kinderbuchgeschichte, die ganz, ganz tolles, riesiges Potenzial für mehr hat. Und ich bin begeistert. Leute, ich habe die Hälfte von diesem Buch vor dem Umzug gelesen und ich war so hin und weg. Ich habe die an einem Tag weggesucht und ich bin bis zur Hälfte gekommen und konnte dann erst nach dem Umzug weiterlesen, was natürlich unfassbar schade war. Und ich hätte sehr, sehr gerne, sehr viel schneller dieses Buch beendet. Es regnet draußen. Ich hoffe, dass man das auf dem Handy nicht hört, weil das Handy steht einfach direkt neben dem Fenster, was soll's. Ja, auf jeden Fall habe ich die erste Hälfte wirklich weggesuchtet und habe einer Freundin von mir eine Sprachnachricht aufgenommen und habe gesagt, also dieses Buch hat Harry Potter Potenzial. Ich habe es damals schon gesagt und ich habe mir so gedacht, Alter, dieses Buch ist so verdammt gut. Diese Welt ist so facettenreich aufgebaut. Diese Oberbehörde, das ist richtig, richtig geil gemacht. Es ist einfach richtig gut, Leute. Also ich bin wirklich begeistert von der Geschichte. Ich kann sie euch nur ans Herz legen. Lest sie, feiert sie wie ich. Ich meine, natürlich spielt hier auch die Hautfarbe eine Rolle. Also es ist auch wirklich spannend, weil wir hier tatsächlich mal eine Heldin haben, die schwarz ist. Ja, also wir haben hier mal nicht die weiße 0815 Protagonistin, die halt die Heldin der Geschichte wird, sondern wir haben hier ein Mädchen, das tatsächlich eine schwarze Hautfarbe hat, eine dunkle Hautfarbe hat, die hier die Heldin wird, die tough ist, die trotz dessen, dass sie ganz, ganz lange die Opferrolle quasi inne hatte und gemobbt worden ist wegen ihrer Hautfarbe, jetzt endlich mal durchgreifen kann und sich beweisen kann und versuchen kann, dass endlich die Menschen sehen, dass sie eine gute Person ist und dass sie lieb und nett ist und dass sie alles für ihre Familie tut und die ihr vielleicht ohne Vorurteile begegnen. Und Vorurteile sind in dem Buch auch eine ganz, ganz, ganz große Rolle. Also sie nehmen eine riesige Rolle ein und ich finde es einfach sehr, sehr schön, wie das hier in die Allgemeinhandlung mit eingebaut worden ist, muss ich ehrlich sagen. Also, Top-Buch ist für mich ein absolutes Highlight, muss ich ehrlich sagen. Und ich würde sagen, damit schließe ich die Rezension. Schaut euch das Buch an. Falls ihr es schon gelesen habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!